Ja, es ist eine große Herausforderung. Ich habe sehr großen Respekt vor der Aufgabe. Man muss sagen, dass uns viele Vereine, unter anderem auch die Borussia in den letzten Jahren so ein bisschen davongelaufen sind. Und aus verschiedenen Gründen, natürlich auch aus einer sehr instabilen Personalkonstellation beim Hamburger Sportverein, auch immer wieder vereinsinternen Problemen. Wir versuchen, die jetzt hinter uns zu lassen und auch stabiler zu werden und uns dann wieder voll auf die Arbeit zu konzentrieren, konzeptionell den Bereich vernünftig aufzustellen, wieder mehr Sport zu denken und zu leben. Und dann glaube ich, dann bin ich guten Mutes, dass wir auch zwar Schritt für Schritt, aber doch in die richtige Richtung gehen.